Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. 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 Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Als anarchistisches Radio Berlin waren wir Mitte Oktober in Nürnberg bei der Nachttanzdemo für mehr Freiräume und haben von dort viele Audios mitgebracht. Neben einem gebauten Beitrag mit vielen Eindrücken von der Demo, der bereits im Oktoberrückblick des libertären Podcasts zu hören war, haben wir auch ein Interview mit Orga-Leuten geführt, das wir euch jetzt darbieten. Dabei geht es um die stadtpolitische Situation in Nürnberg, um verschiedene Projekte, die für mehr Freiräume kämpfen und natürlich auch um die Nachttanzdemo an sich. So, ich sitze hier mit zwei Leuten vom Bündnis, das die Nachttanzdemo in Nürnberg organisiert hat. Ich denke erstmal, dass wahrscheinlich die meisten Leute, die uns im Podcast hören, vielleicht nicht ganz vertraut sind mit der Situation in Nürnberg nun konkret. Es wäre daher vielleicht ganz nett, wenn ihr ein bisschen was zum Panorama erzählen könntet. Vielleicht angefangen, was staatlicher oder städtischerseits gemacht wird in den Bereichen Wohnraum oder Freiraum. Ja. In Nürnberg passieren momentan Dinge, die wie in vielen anderen großen Städten auch passieren. Es betrifft Gentrifizierung bestimmter Stadtteile, zunehmende Überwachung an öffentlichen Plätzen und auch vielfältige Kontrollen, wie auch jetzt in letzter Zeit in Nürnberg passiert sind, ist immer dann an Orten, an denen so bestimmte Aktionen geschehen sind, teilweise auch irgendwie Straftaten vereinzelt begangen wurden, ist im Nachhinein darauf irgendwie eine große Repression erfolgt, dadurch, dass man zum Beispiel an dem Ort jetzt keine Veranstaltung mehr machen darf, verstärkt kontrolliert wird, da zusätzlich überwacht wird. Genau, in Nürnberg ist ein Viertel, das besonders davon betroffen ist, ist Gostenhof. Am Jamnitzer Platz, dort wurde eine Party zum Beispiel gemacht vor einiger Zeit. Dort ist es uns heute an dem Tag nicht möglich gewesen, unseren Demo-Auftakt zu veranstalten, so wie wir es uns gewünscht hätten. Zusätzlich dazu wird der Wohnraum immer knapper. In Gostenhof haben wir es beispielsweise, dass da schon alteingesessene GostenhofnerInnen aus diesem Stadtteil vertrieben werden, dass rund um den Jannitzer Platz, das ist so der zentrale Platz in Gostenhof, dass da Neubausiedlungen irgendwie entstanden sind, wo es auch regen Protest dagegen gab. So. Aber das sieht man auch in der Südstadt und in mehreren Teilen auf jeden Fall in Nürnberg, dass da schon die Gentrifizierung greift. Dieses Jahr gab es auch eine Besetzung in Nürnberg. Es war die längste Besetzung jetzt seit 25 Jahren, glaube ich, in Nürnberg. Ich glaube 20. Ist aber trotzdem krass, dass sie einfach nach 10 Stunden schon geräumt worden ist. Mit einem riesengroßen Aufgebot der Polizei, mit Sondereinsatzkommando sind sie da an einem Sonntag angerückt und haben ja relativ brutal dann dieses Haus in Stadtteil Buch geräumt. Ja. Abgesehen von dieser Hausbesetzung gibt es noch zahlreiche andere Projekte, die selbstverwaltet gerade so ihren Weg suchen. Ein Projekt ist der Bauwagenplatz, der sich in Nürnberg gründen mag. Ein anderes Projekt ist das P31, ein selbstverwaltetes Jugend- und Kulturzentrum. Dann gibt es seit vielen Jahren schon den Kunstverein hier, sind wir gerade auch vor Ort. In allen Projekten geht es ähnlich, dabei, dass sie mit ihrem Weg, den sie auf die Stadt teilweise auch zugehen, ganz stark abgewiesen werden. Also das P31 wie auch der Kunstverein müssen wahnsinnig hohe Mieten zahlen. Von daher stecken sie intensivst viel Arbeit rein, um nur allein das Geld schon zu beschaffen, womit man die Projekte irgendwie starten kann. Der Wagenplatz wird auch permanent abgewiesen, was irgendwie Brachflächen angeht oder andere Flächen angeht. Das autonome Zentrum musste 10 Jahre kämpfen, bis es irgendwie mal ein Haus überhaupt hatte. Und das ist dann aber wirklich absolut selbstorganisiert passiert. Genau. Ja, man will halt einfach mit diesen ganzen, das Wagenkommando, mobile Architektur, dann aber auch das Projekt 31 will natürlich fernab von diesem ganzen konsumorientierten und von dieser profitorientierten Stadtpolitik halt irgendwie was dagegen setzen, auch natürlich auch als Schutzraum da sein, dass dort kein Sexismus irgendwie an den Tag gelegt wird, kein Rassismus und die ganzen Unterdrückungsmechanismen. Und gerade was dieses Konsumorientierte halt irgendwie auch anbelangt, gibt es halt, wenn man jetzt irgendwie im öffentlichen Stadtbild halt durch die Stadt läuft, ich meine, da hast du Einkaufsmeilen überall und so halt, um vielleicht irgendwie feiern zu gehen oder, also es kostet einfach alles Geld. Und deswegen hatten wir auch heute jetzt mit dieser Nachttanzdemo, gibt es halt jetzt auch noch im Anschluss diese temporäre Party, wo man sich einfach einen Platz eben nimmt und schaut, dass man wirklich so mit so wenig Geld wie möglich halt eine coole Party draußen in der Straße halt irgendwie feiert. Ja.
Was es jetzt aktuell noch an Ereignissen gab, war Quelle. Die Quelle, ein wahnsinnig großes leerstehendes Gebäude hier in Nürnberg, wurde jetzt einige Jahre genutzt von KünstlerInnen und anderen kulturschaffenden Menschen, die da ganz viel aufgebaut haben, eben auch ein Kollektiv, das Quelle-Kollektiv. Die mussten das jetzt verlassen und haben jetzt vor kurzem ihre letzte Veranstaltung dort gemacht, weil das gesamte Gebäude an einen portugiesischen Investor verkauft wurde, der daraus eine Einkaufsmall irgendwie machen wollte. Und das, obwohl die Stadt beispielsweise die Chance gehabt hätte, dieses Gebäude zu kaufen und es auch schon ausgearbeitete Pläne gab, was mit dem Gebäude passieren kann. Von Wohnflächen bis zu Werkstätten, bis zu Einrichtungen für Kultur, für Kinder, für ältere Menschen. Also wirklich richtige Pläne wurden da schon geschmiedet und ausgearbeitet. Ja, somit steht dieses Gebäude jetzt erstmal leer und wartet halt dann wieder auf seine Konsumnutzung. Ja, wenn man sich die Demo anschaut, dann scheint es ja so zu sein, dass es tatsächlich eine Reihe von Initiativen gibt, die versuchen, genau diesen Zustand zu ändern. Könntet ihr ein bisschen auf die Initiativen eingehen, die da aktiv sind und was sie so machen? Hatten wir ja kurz schon irgendwie angesprochen, dass da unter anderem halt das Projekt 31 Mitorganisator ist, dann hier das Wagenkommando Mobile Architektur. Bausparpunks gehören noch dazu, eine Initiative, die über das Mietshäuser-Syndikat probiert, ein Wohnprojekt hier zu starten. Die haben sich zusammengeschlossen, haben aber noch kein Objekt in Sicht. Mitorganisiert wird es von der Gruppe Auf der Suche und der Autonomen Jugend Antifa, die sich halt mehr mit Freiräumen auch beschäftigen und auf jeden Fall jährlich auch diese Demo halt irgendwie starten wollen. Damit die Freiräume, die wir jetzt haben, mit Leben gefüllt werden, immer noch erhalten bleiben und natürlich, dass mehr und mehr Freiräume in dieser Stadt hinzukommen, bis hin, dass ganz Nürnberg, jede einzelne Stadt zum riesengroßen Freiraum wird. An diesen Gruppen ist gemeinsam, dass sie absolut alle Bereiche unseres Lebens gerne selbst organisieren wollen, auf unterschiedlichsten Wegen sich zusammenschließen und das in die Hand nehmen wollen, was uns von öffentlicher Seite her unmöglich gemacht wird. Einige der Initiativen beschäftigen sich ja speziell mit dem Thema Wohnen und so finde ich persönlich es in Nürnberg ganz toll, dass da auch unterschiedliche Wege gefahren werden. Also das Bauwagenkommando sagt, okay, gibt keine Wohnungen, sind unbezahlbar, dann ziehen wir halt in den Wagen. Labora, das Projekt, das jetzt im Buch ein Haus besetzt hat, sagt, okay, gibt keine Wohnungen, dann besetzen wir eben und nehmen uns das ganz radikal. Die Bausparpunks dagegen sagen, okay, Häuser besetzen, fliegen wir wieder raus, Wagenplatz kriegen wir auch nicht, funktioniert nicht. Wir wollen irgendwie uns zusammentun, Geld sparen und übers Mietshäuser-Syndikat somit den Wohnraum vom freien Markt wegnehmen. Also es sind einfach ganz unterschiedliche Ansätze, aber allen Leuten ist gemeinsam, wir wollen kein profitorientiertes Leben, wir wollen nicht von oben herab bestimmt werden, wir wollen es einfach selbst machen. Vor allem ist es ja auch so ein bisschen so die Suche von, also es gibt einfach verdammt viel Leerstand und irgendwie das ist ja das, was auch irgendwie die ganze Projekte irgendwie auch so eint, dass es eben diese Möglichkeiten gibt, dass es diese Brachflächen gibt, diese eben den Leerstand gibt und man sich da eben auch vernetzen, austauschen kann. In den praxisorientierten Projekten gibt es die Autonome Jugend Antifa, die hat vor kurzem ihren 18-jährigen Geburtstag gefeiert. Das ist einfach eine sehr, sehr jugendorientierte Gruppe, die sich vor allem mit Antifaschismus beschäftigt und sich dem widmet, was irgendwie so ein alltägliches Problem auf den Straßen mit Nazis betrifft. Die Auf der Suche dagegen sind schon ein bisschen spezifischer. Die haben sich gegründet vor wie lange? Ungefähr eineinhalb Jahren. Eineinhalb Jahren, genau. Die haben einen anarchistischen Schwerpunkt. Es sind auch ziemlich viele junge Menschen, die teilweise früher schon in anderen Gruppen organisiert waren und die gesagt haben, in Nürnberg fehlt uns hier irgendwie was. Also Nürnberg ist sehr kommunistisch geprägt in seiner linken Szene. Es hat vielen Leuten nicht genügt. Und von daher ist es auch so mit der Eröffnung des P31, mit der Gründung neuer Projekte wie dieser jetzt auch in dem Bündnis, war da so das Ziel, irgendwie in Nürnberg nochmal eine andere Seite zu zeigen und dass es eben vielfältige Möglichkeiten gibt, diese Gesellschaft zu verändern. Und der Weg dahin auch unterschiedlich aussehen kann. Zu finden ist zum Beispiel auch die Gruppe Auf der Suche, die machen einmal im Monat, jeden dritten Mittwoch im Monat machen sie die ADS-Kneipe, halt auch mit wechselnden Themen, mit Vortragsreihen. Die beschäftigen sich jetzt beispielsweise mit Lohnarbeit oder die Kritik an Lohnarbeit. Was Freiräume angeht, habt ihr ja schon erwähnt, das ist P31, Projekt 31 ja ein interessantes Beispiel. Da wäre vielleicht auch ein bisschen interessant, wenn ihr da auf die konkrete Praxis des Projekts eingehen könntet. Was ist da zu finden? Wie können sich da Leute einbringen? Was bedeutet Freiraum dann in der Praxis?
Okay, also das Projekt 31 hat einmal im Monat eine offene Vollversammlung, wo einfach wirklich jeder herzlich dazu eingeladen ist zu kommen. Und dort treffen sich dann die ganzen AGs, die in diesem Haus beheimatet sind. Also das setzt sich einfach komplett aus AGs irgendwie zusammen, wie dann beispielsweise eine AG, die sich komplett um das Programm und Veranstaltungen um die Presseöffentlichkeit kümmert, die sich dann auch wöchentlich trifft, wo auch jeder irgendwie gerne mitmachen kann, wenn sie Bock haben, Programm zu machen. Und dann haben wir unter anderem auch die, also so das Kneipen-AG, die halt dann einfach irgendwie so betreuen, irgendwie den Tresen machen und so weiter. Dann ein sehr cooles Projekt, was wir haben, ist der Umsonstladen. Der läuft eigentlich quasi irgendwie von alleine. Sondern es ist halt einfach, dass man schön seine Klamotten, die einem jetzt gerade nicht mehr so passen oder die man einfach gerne abgeben würde, dahin bringt und sich ja wieder neue Sachen aussucht und ja nichts dafür bezahlt. Also alles für lau. Ziemlich korrekt. Das höre ich zum ersten Mal, dass ein Umsonstladen ganz von alleine funktioniert. Was ist euer Geheimnis? Naja, also es stimmt zwar teilweise, das Geheimnis daran ist, dass er zwar von allein funktioniert, aber irgendwie auch doch nicht. Jeder Mensch, der hineinkommt, ist so ein bisschen das Ziel dahinter, dass jeder Mensch einfach so diese Faszination spüren soll von wow, hier kriege ich irgendwie was total umsonst. Aber diese Wertschätzung entsteht und man dann einfach so ein paar Trümmer, die einem entgegenfliegen, einfach noch selbst aufhängt, ein bisschen aufräumt. Und so passiert es, dass halt jeder mal reingeht. Einmal ist er ein bisschen chaotischer, einmal ein bisschen aufgeräumter und jeder tut einfach so seinen Teil dazu beitragen. Wie die Klamotten reinkommen, so kommen sie auch raus. Manche Leute brauchen etwas nicht mehr und die anderen brauchen sie eben schon. Also eigentlich ist es ein Selbstläufer geworden. Die Programm-AG veranstaltet regelmäßig Konzerte. Bisher ist es alles noch ziemlich Punk- und Hardcore-lastig, weil es einfach viele Leute gibt, die da irgendwie schon Praxis haben und sagen, machen wir sofort, weil es uns gefällt. Wünschen würden wir uns noch ein bisschen bunteres Programm auf jeden Fall. Hin und wieder gibt es mal Tagesseminare und Workshops zu bestimmten Themen. Jetzt kommende Woche gibt es ein Seminar zum Thema Finanzierung von Hausprojekten. Wie kann das funktionieren? Ist ja unser Thema. Genau, veranstalten wir nächste Woche. Ja, ansonsten gibt es noch eine offene Werkstatt und eine Küche, die ganz klassisch vegan kocht. Vegan Anarcho Punk Cooking Action. Das sind Leute, die sich jetzt vor kurzem auch wieder neu zusammengetan haben, um in Zukunft auf Demos oder Aktionen in anderen Städten zu kochen mit anderen Fokus zusammen. Das ist vor allem auch ein sehr guter Draht, um auch in das Haus irgendwie reinzukommen. Also man kann sich halt einfach in, wir haben so ein schwarzes Brett im P31 halt hängen, da kann sich dann jeder eintragen, ja, ich komme da zum Kochen vorbei. Und das ist halt gleich ein Kennenlernen und schön beim Kochen lernt man sich gut kennen und macht leckeres veganes Essen so. Und es gibt es auch schon ewig einfach, diese Wapka gibt es einfach schon seit, keine Ahnung, über 10 Jahren halt in Nürnberg. Das ist auch sehr schön, dass sie jetzt auch in diesem Haus irgendwie beheimatet ist. Ja, ich denke, wir sollten langsam zu dem Anlass kommen, warum wir dieses Interview jetzt konkret führen, nämlich die Nachttanzdemo. Das ist jetzt mittlerweile die zweite Ausgabe, wenn ich das richtig verstehe. Vielleicht könnt ihr kurz was zur letzten sagen und dann eine Einschätzung zu der aktuellen Demo, die wir gerade erlebt haben. Okay, also letztes Jahr hatten wir noch ein bisschen eine andere Zusammenstellung von dem Bündnis. Da war noch der Kunstverein dabei, wo wir jetzt auch gerade sind bei dem Kunstverein. Der hatte leider wegen der Eröffnung jetzt nicht so viel Zeit. Aber es waren auch schon sehr viele Gruppen, die sich eben mit dem Thema Freiraum beschäftigen. Waren, glaube ich, letztes Jahr auch unter dem Motto Nürnberg brennt, wir tanzen, sind da 300 Leute ungefähr auf die Straße gegangen und haben getanzt. Dieses Jahr, ja, es war eine verdammt schöne Demo. Wir hatten Unterstützung von den Bauwagenleuten aus Würzburg. Die haben Wegen angekarrt und hatten halt zwei große Lautis, wo dann verschiedene Musik abgespielt worden ist. Ich würde mal sagen, so von der Einschätzung her waren vielleicht so 250, 300 Leute da, würde ich mal sagen. Ja, was ein bisschen krass war so, also dass jetzt direkt bei der Demo selber auch im Koordinierungsgespräch es irgendwie hieß, dass die Polizei sehr zurückhält und irgendwie nur am Ende der Demo mitläuft. Und was dann aber schon krasse Auflagen waren, dass wir zum Beispiel nicht von einem Jamnitzer Platz starten durften, wo unser Auftakt war, da dort in der Vergangenheit Straftaten verübt worden sein sollen. Und deshalb wollten sie das nicht und hatten halt irgendwie auch gesagt, so dass sie an allen Stellen, wo irgendwie gefährliche Zone und irgendwas schon mal passiert ist, halt irgendwie nochmal Bullenwegen halt parken. Waren dann letztendlich ziemlich viele Polizisten auf der Demonstration mit dabei. Aber das hat uns natürlich nicht davon abgehalten, gut zu feiern und für mehr Freiräume zu tanzen. Was natürlich ein Unterschied war, ist, dass letztes Jahr war es einfach ein bisschen früher im Jahr gesehen. Da war es noch wärmer, da sind noch mehr Leute rausgegangen. Klar, das Wetter hat jetzt heute, denke ich, schon auch mitgespielt. Ansonsten ist
in diesem Jahr, glaube ich, sind mehr Gespräche auf der Straße irgendwie, haben stattgefunden. Also ich glaube, so diese, wir haben eine Broschüre zum Beispiel auch rausgebracht, eine Selbstverwaltungsbroschüre, in der viele Projekte aus der Umgebung auch einfach vorgestellt werden mit ihrem Sinn und Zweck, was es da so zu erleben gibt und wie man irgendwie Kontakt zu denen aufnehmen kann. Durch die und auch durch die Aufrufe, Flyer, glaube ich, wurden da am Straßenrand einfach nochmal mehr Kontakte geknüpft und da nochmal ein bisschen mehr vermittelt, was im letzten Jahr weniger war. Ja, ansonsten sind wir, glaube ich, alle irgendwie AnfängerInnen, was das alles betrifft. Letztes Jahr hat es das erste Mal stattgefunden, da gab es zum Beispiel wenig Pressekontakt, was diesmal, glaube ich, jetzt dann im Nachhinein schon auch ein Schritt noch mal besser war. Mit der Sperrung des Frankenschnellwegs, das ist so diese A73, die durch Nürnberg durchgeht, waren wir jetzt im Vorfeld schon in der Zeitung, was letztes Jahr auch nicht war. Also ich sehe das mal ein bisschen positiv. Wir machen Jahr für Jahr Fortschritte und es wird Jahr für Jahr immer ein bisschen besser. Vielleicht könnt ihr kurz ein Wort dazu sagen, was denn der Unterschied zwischen einer Nachttanzdemo und einer Demo ist. Also ich würde mal sagen, vor allem nachts und was da für Leute auch auf den Straßen unterwegs sind, es spricht viel, viel mehr Leute irgendwie an. Also wir hatten irgendwie probiert auch den, wir haben jetzt explizit keine Redebeiträge oder Zwischenkundgebungen abgehalten, da wir uns gedacht haben, okay, wir wollen Leute irgendwie auch so ein bisschen durch Musik erreichen, zum Tanzen bewegen und dann halt eben auch so durch Jingles, die halt ab und zu abgespielt werden, so unsere politischen Inhalte halt irgendwie zu vertreten. Und ich finde das eigentlich ein ziemlich gutes Konzept, weil irgendwie so das von einer ganz normalen Demo, ich finde, dass man da von der Außenwirkung her, das ist so ein, weil es einfach verdammt viel davon gibt von den ganzen Demos, die ziehen einfach irgendwie so vorbei und irgendwie kann man nicht so richtig dran teilhaben. Und ich finde, beim Tanzen ist es so eine Sache, da macht man halt irgendwie mit oder schaut sich das irgendwie an. Das ist nicht so üblich. Vor allem in Nürnberg gab es halt irgendwie so Tanzdemos eigentlich gar nicht so. Ich kann mich an keine erinnern. Und es war auch krass zu sehen dieses Jahr, dass da auch wirklich Leute vom Straßenrand halt irgendwie hergekommen sind oder wenigstens mal gegrölt haben, gejohlt haben, so ey cool. Es schafft halt auf jeden Fall mega krass Aufmerksamkeit. Man merkt so, okay, wir haben Bock zu feiern, wir nehmen uns halt irgendwie so die Straße, wir sind dort und feiern halt. Und das feiern auch andere Leute, die irgendwie noch nicht so auf den Trichter gekommen sind. Fett, man kann ganz einfach Spaß haben, rausgehen und feiern. Man müsste sich auf jeden Fall die Straße halt nehmen. Das ist sehr schwierig, aber sollte Mensch auf jeden Fall machen. Ich denke, an einer Demo, die tagsüber stattfindet draußen, steht schon mehr die Information, das Gespräch im Vordergrund. Auch ein Thema irgendwie ganz klar irgendwie so zur Sprache zu bringen. Es geht um Themen, die teilweise auch in der Zeitung zu lesen sind, wo man sich irgendwie den ganzen Tag über so mit beschäftigt, sich drüber unterhält, Dinge, die stören und gegen die man gern was unternehmen will. Am Abend trifft es natürlich ein ganz anderes Publikum, nicht das Publikum, das sich tagsüber auf der Straße befindet, sondern eben die Menschen, die irgendwie gerne feiern wollen. Die haben, glaube ich, nicht so große Lust, sich tatsächlich jetzt mit brisanten und negativen Themen aus der Realität zu beschäftigen, sondern die wollen raus, wollen abschalten. Aber auch das Rausgehen, Abschalten, das Entspannen, das ist auch etwas Politisches. Also nur weil etwas irgendwie jetzt nicht tagsüber debattiert wird an irgendwelchen Tischen und in irgendwelchen Straßenecken, heißt es nicht, dass es nichts Politisches ist. Und es geht halt einfach ein bisschen so, ich glaube, ein bisschen um eine andere Thematik, die nochmal andere Leute anspricht. Und das Tanzen und Feiern ist eben eher nochmal etwas Aktiveres, dass die Leute, glaube ich, einfach so nochmal zu anderen und spontaneren Dingen und Taten bewegt. Aber ich glaube, dass sich auch Leute, die da auch mitlaufen oder das irgendwie so hören, auch ein bisschen so wiederfinden können. Also das fängt ja auch schon allein an, dass viele Leute sich einfach schon krass kontrolliert fühlen, wenn sie irgendwie im Park halt irgendwie sitzen und die Bullen kommen halt her und verlangen dann die Ausweise. Oder zum Beispiel von der Mobilität halt, dass du halt irgendwie, egal wo du hin musst, irgendwie immer Geld dafür zahlen musst und dir manchmal auch einfach das überhaupt gar nicht leisten kannst. Überall spürt man das ja irgendwie im Alltag, dass man irgend kontrolliert oder überwacht. Das merken die Leute und das hat so das Bündnis ziemlich gut auch umgesetzt, diese Inhalte irgendwie auch zu vermitteln. Was habt ihr noch für Pläne und wenn Leute sich informieren wollen, wo können sie das tun? Also all die Projekte, die jetzt im Bündnis beteiligt waren, aber auch die Projekte, die wir in unserer Broschüre erwähnt hatten und die wir einfach unterstützen wollen, sind gesammelt in einer Broschüre. Die gibt es jetzt momentan noch nicht im Internet. Alle anderen Projekte haben Homepages, auf denen irgendwie Selbstverständnis und alles gelesen werden kann. Informieren über was gerade auch im Projekt 31 explizit abgeht, kann man sich auf jeden Fall auf der Seite projekt31.org. Wenn man so ein bisschen schauen will, wie es mit dem libertären anarchistischen Wind in Nürnberg vorangeht,
kann Mensch auch die Seite auf der Suche.blogspot.com besuchen. Alle anderen Websites sind sicher bei projekt31.org verlinkt und die aktuellen Veranstaltungen sind ja eh im Kalender zu sehen, wo ja eigentlich die meisten unserer Projekte ihre Themen irgendwie bei uns im Haus nach außen tragen momentan noch. So Plan für die Zukunft ist definitiv, also so eine Nachttanzdemo weiterhin zu machen, im nächsten Jahr wieder und dann noch ein Jahr drauf und immer wieder, so lange wie es halt geht halt, ne? Und aber auch zusätzlich einfach mal zu schauen, weil das irgendwie schon, also uns eint der Gedanke so von mehr Freiräumen und ich glaube, da muss man auch jetzt nicht nur irgendwie kontinuierlich auf diese Nachttanzdemo hinarbeiten, sondern es gibt auf jeden Fall sehr viele Berührungspunkte, wo wir auf jeden Fall weiter irgendwie zusammenarbeiten werden. Ich denke, das Problem, das wir hier haben, wir leben hier in Bayern, ist dieses, dass die Projekte, die es hier gibt, einfach mit doch wenig Menschen besetzt sind. Die Energien sind krass verteilt, weil es einfach viele unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie der Weg aussehen soll. Und so kommen wir momentan in unseren einzelnen Projekten nicht weiter. Von daher bleibt nur der Weg offen, so ein Freiraumbündnis zu gründen. Wir hatten uns jetzt letztes und dieses Jahr nur für diese Demo zusammengesetzt. Wir wollen ab jetzt irgendwie uns regelmäßiger treffen, uns regelmäßiger vernetzen, aktuelle Infos austauschen und uns so gegenseitig mehr unterstützen und supporten. Also wenn der Wagenplatz eine Aktion macht, dann müssen halt auch alle anderen dabei sein, weil es einfach in Nürnberg noch zu wenige gibt, die das irgendwie jetzt durchsetzen können. Die haben zum Beispiel auch noch keinen Traktor, wenig finanzielle Mittel. Das ist hier in Nürnberg einfach tatsächlich schwierig. Es hat sich mit dem autonomen Zentrum gezeigt, dass es so viele Jahre gedauert hat. Von daher, ja, gehen wir jetzt einfach den Weg der Vernetzung. Okay, gibt es noch irgendwas, was ihr gerne erwähnen möchtet, was irgendwie unerwähnt geblieben ist? Was dieses Mal besonders schön war, war die breite Unterstützung aus anderen Städten. Das muss man ganz deutlich sagen. Wir wurden wahnsinnig toll unterstützt von Leuten aus Würzburg. Es sind Leute aus München hierher gefahren, Leute aus Ingolstadt habe ich getroffen. Jemand aus Berlin ist auch da. Das hat uns wirklich wahnsinnig gefreut. Das ist irgendwie so, das bringt so eine wahnsinnige Motivation mit rein. Irgendwie auch in unserer alltäglichen Tristesse hier und in den Sachen, die uns die Bullen dann irgendwie noch kurz vor knapp reindrücken. Das demütigt so ein bisschen. Aber das ist einfach so schön, dass man weiß, es gibt irgendwie noch so viele andere Menschen draußen, die ein bisschen so denken wie wir. Und das ist einfach total toll. Ja, wir würden uns für die Zukunft wünschen, dass das so bleibt und vielleicht noch mehr wird und dass wir uns mit allen anderen Städten vernetzen und auch euch überall unterstützen können. Also lasst uns wissen, was ihr so macht. Dann danke ich euch herzlich für das Interview und wünsche euch viel Kraft. Danke. Dankeschön dir auch. Noch einen schönen Abend.